das Anschaulichen gerade junger YouTube-Freunde, die sich die Videos so angeschaut haben. Überall nur Stau. Gibt es nicht. Und ja, ich mag ihn auf jeden Fall. Gerade halt die Videos, die er jetzt so gebracht hat, wo er halt auch mal sagt so, okay Leute, ich habe zwar coole Videos gebracht, damit habe ich auch meinen Erfolg gemacht. Aber es ist natürlich, wo er sich mehr oder weniger entschuldigt, sage ich jetzt mal, für die Videos, die halt so zur Anregung gebracht haben oder ja, gebracht haben. Bisschen schwierig. Aber ich fand es halt gut, dass er das in seinen Videos mal gesagt hat, dass er sich da ein bisschen entschuldigt für. Und halt ein ehrlicher Mensch ist auf jeden Fall. Und das auch alles ganz cool macht. Ne? Also das halt zu Quirly. Ja, viel fehlen bei mir nicht mehr in meiner Liste. Es ist jetzt zum Beispiel eine Person, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Es ist David Boost oder wie auch immer, Boost, David Boost. Ihn habe ich auch nicht wirklich verfolgt, aber ihn habe ich das erste Mal, leider Gottes das erste Mal, gesehen, wo er mit Blackout zusammen das Video gemacht hat in Hamburg, wo sie mit ihren Bikes da U-Bahn fahren wollten, mehr oder weniger. Und er ist schon irgendwo eine coole Socke, also er hat es auf jeden Fall drauf mit, mit seiner KTM, glaube ich, ist es, EXC. Er hat es auf jeden Fall drauf mit den Maschinen und er macht das schon ganz gut. Ich kann nicht viel zu ihm sagen, weil ich auch seine Videos nicht tagtäglich verfolge. Aber so an für sich macht er für mich schon einen ganz, ganz guten Eindruck. Und ja, also er ist schon irgendwo eine coole Socke, sage ich jetzt mal. Er ist ehrlich, er sagt, was er denkt. Und das passt irgendwo auch, finde ich. Genau. Ja. Und so wie das hier aussieht, bewegt sich hier nicht mehr wirklich viel. Demzufolge habe ich auch wieder einen Sonnenstrahl entdeckt. Oder bewegt sich hier doch noch was? Ich würde vorne eigentlich rechts rum. Aber hier tut sich genau nichts. Jetzt fahren sie wieder mal. Pass auf, wir spulen jetzt einfach mal die Szene hier ein bisschen vor. Vielleicht geht es hier mal ein bisschen voran. Aber die ist ja nicht so schön. Ja, ich nehme euch noch mit auf meinen Lieblingsplatz von den ja, so drei Lieblingsplätzen, die ich so habe. Und ja, genau, wir haben jetzt eigentlich soweit alle weg, die ich so mal ja, verfolge ein bisschen. Oder der ein weniger, der andere mehr. Genau, wir hatten ja jetzt Blackout, wir hatten Lukas Litt, wir hatten Quirly, wir hatten Zink. Das sind so die vier und natürlich David Boost, also fünf. Boost. genau.
das sind jetzt so diese fünf, wo ich mich so ein bisschen äußern wollte. Ich denke mal, ich habe jetzt niemanden verletzt mit irgendwelchen Äußerungen. Jeder ist in meinen Augen, macht seinen Content so wie er will, genauso wie ich den mache. Und das ist auch gut so, finde ich, weil dafür ist der YouTube am Ende da. Genau. Und so sehe ich das halt. Ich sehe das halt relativ locker mit den ganzen Themen. Ich muss jetzt nicht sagen, oh mein Gott, die sind alle scheiße. Ich weiß nicht, also scheiße ist in meinen Augen da keiner. Und jeder soll sein Ding machen. Und der eine guckt sich halt das mehr an, der andere guckt sich halt das weniger an. Das ist so bei jedem halt irgendwo anders. Ne? So, das da drüben ist jetzt noch so eine komische Fußgängerampel. Aber die geht ja relativ flott. Wenn jetzt keine langsame Oma hier irgendwo ist. Nö, nicht vorhanden. Nichts gegen Omas. Ich liebe Omas. Ich liebe Omas, hört sich jetzt auch komisch an. Nein. Also ich meine damit natürlich, werden alle irgendwann älter. Also respektiert das dann dementsprechend. Das war jetzt der Leerlauf. Ja, das Getriebe ist halt auch schon so alt, wie das Motorrad alt ist. Es ist halt, das Motorrad wurde halt irgendwann 2001 dann nicht mehr gebaut. Oder ab 2001. Und ja, so ist das halt dementsprechend auch. So, jetzt haben wir hier einen wunderbaren Bus. Da werden wir mal versuchen. Ne, da können wir nicht vorbeifahren. Weil da kommen immer wieder irgendwelche Autos entgegen. Na los. Ja, kann mir kein Auto entgegen. Ach so, das steht ja. Gotcha. Dann hätte ich auch vorbeifahren können. Ja. Genau. Also, wie gesagt, das waren so diese fünf, die ich mir so mal meine Äußerungen bilden wollte. Es soll sich keiner angegriffen fühlen, definitiv nicht, ist auch nicht mein Ziel. Und es ist sicherlich jetzt, denke ich mal, ein langes Video geworden durch die ganzen Staus hier. Aber ich will euch unbedingt noch einer meiner Lieblingsplätze zeigen. Und da hoffe ich jetzt einfach mal, dass da kein Auto kommt. Dann sind wir auch nämlich gleich da. Wenn wir hier jetzt mal rumkommen um das ganze Geschehen. Ja, willst du mich knutschen oder was? Hallo, ey. Meine Kleine ist hier ganz heiß geworden, wo den ganzen rumstehen. Ach Mensch. Lass mal ein bisschen auskühlen lassen gleich. Also ich werde auf jeden Fall hier mal ein bisschen bei dem Video mal rumschneiden müssen. Sonst ist das ja hier irgendwo ein halbes Video oder eine halbe Stunden Video. Das sollte dann nicht so unbedingt das hier sein. Und ja. Habe ich noch irgendjemanden vergessen, den ich YouTube-mäßig verfolge, was mit Motorrädern zu tun hat? Ja klar, habe ich einen vergessen. Fällt mir jetzt gerade ein. Mädels habe ich vergessen. Mädels verfolge ich auf jeden Fall. Mädels ist
eine coole Socke auch. Was ich halt bei Mattes mag, ist halt auch dieses bodenständige, natürlich auch seine Maschine, diese ganzen, ich weiß immer nicht, woher er immer seine Kreativität herholt, mit den ganzen, ich sag jetzt mal, Folierungen von den Maschinen und so. Meine Güte, was ist denn mit denen hier los, ey? Ja, Opa, komm Schatzi, wir fahren jetzt schön zum Restaurant essen. Was sie auch nicht hinmachen können hier, das verstehe ich nicht. Guck mal, das ist eine stinknormale Stadtstraße hier. Eine stinknormale. Eine Straße in der Stadt, logischerweise. Und der fährt hier noch nicht mal 50. Sonntagsfahrer am Wochentag, das passt. Nee. Ja, wie gesagt, zu Mattes. Mattes finde ich ganz in Ordnung. Das, was er so macht, gefällt mir. Ist auf jeden Fall ein guter Zeitvertreib für mich. Und ja, seine Kreativität, das ist, ich weiß nicht, ob er Hilfe dabei hat, so wie er manche Sachen foliert oder Motorrad foliert. Oder wie auch immer. Ich finde es auf jeden Fall krass, wie er so macht. Ich würde mir wünschen, wenn ich selbst so eine kreative Ader hätte, um sowas zu tun. Aber auf jeden Fall, alle sechs kriegen von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. das, was die so abgezogen haben, das ist schon ordentlich. Genau, und hier sind wir eigentlich auch schon so gut wie angekommen. Ich werde jetzt mal kurz mein Moped hier hinstellen. Gefahrenbereich, Hafenanlage, oh mein Gott. So. Hier ist einer der ruhigen Orte, wo ich gerne bin. Ich kann euch auch sagen, warum. Meine Güte, was ist das für ein Kahn, ey. Gut, den habe ich hier auch noch nie gesehen, dass hier so ein riesen Kahn hier durchkommt. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, mit der Shopper kann man hier auch schön rumgrusen. Da hinten ist, wie gesagt, das Restaurant, wo jetzt mit Sicherheit der Opi hingefahren ist. Aber der hätte auch mal ein bisschen schneller fahren können. Genau. Und wenn man hier hochgeht, wenn ich hier mal hochkomme, da hat man auch einen relativ schönen Blick auf die Weser. Und hier bin ich halt immer ganz gerne, ja, lass so hier ein bisschen meine Seele baumeln. Und hört einfach mal. Ihr hört ihr einfach gar nichts. Und das ist halt für mich sehr, sehr entspannt und sehr ruhig. Und ich finde das schon ganz klasse. Und auf jeden Fall beende ich jetzt das Video mit dem nächsten Sonnenuntergang und mit dem großen Kahn, der hier reingeschleppt wird. Ist schon krass, habe ich noch nie gesehen. Auf jeden Fall sage ich euch mal, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich gern. Ja, ich sage es jetzt doch bei jedem Video. Und die Leute, die mich abonniert haben, die können natürlich dann auch dementsprechend meine ganzen Videos weiterhin verfolgen. Also haut rein, euer Greenie. Ciao, ciao.